Was ist das denn hier für ein Dorf, was ich gefunden habe? Und ist es etwa das, wonach es aussieht? Ist es etwa ein Babydorf? Das müssen wir uns auf jeden Fall genauer anschauen, denn ich bin auch ein kleines Baby. Oh yeah, und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts an dem auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, ich war hier gerade ein bisschen am Spazieren, zusammen mit meinen Freunden. Ich war alleine spazieren und ich habe auf einmal hier dieses Dorf gefunden. Was ist das hier? Ist das etwa hier ein Babydorf oder wie? Schaut euch das an. Alles ist hier umzäunt mit so bunten Blöcken. Einfach das ganze Dorf. Wir gehen mal ein bisschen weiter weg, genau. Und irgendwie sind da ganz, ganz viele Luftballons und das Ganze wird von zwei Babys erwartet. Ich würde sagen, wir werfen mal ein Ei zu dir rüber und... Hey, Bob, hast du das auch gesehen? Irgendwer hat ein Ei auf uns geworfen und ey, du dahinter! Meint ihr mich oder wie? Wir gehen mal ganz schnell und... Moin, moin, was geht ab, Leute? Wie geht es euch so? Nerv nicht! Ja, naja, ist ja in Ordnung und... Hey, schönen guten Tag und was ist das hier für ein Dorf, ihr kleinen Babys? Das hier ist das Babydorf, aber du kommst hier leider nicht rein. Nur Babys haben einen Zutritt. Wie nur Babys haben einen Zutritt? Was soll das denn heißen? Ich bin doch auch ein kleines Baby. Oh yeah. Nein, du bist kein Baby mehr. So siehst du nicht mehr aus. Nur Babys mit Wimpeln kommen hier rein. Lass mich jetzt sofort rein. Ich will mir das Ganze auf jeden Fall anschauen, was hier im Babydorf abgeht. Nein, auf gar keinen Fall. Oder wir? Ja, was wollt ihr machen, wenn ich jetzt einfach rein... Ach, okay, ich verstehe schon. Ich gehe ja schon. Boah, das stinkt total. Los, hau ab hier. Wir sind die Beschützer des Babydorfes. Oh mein Gott. Eieiei, was ist denn da los, Freunde? Ihr habt es gesehen. Wir haben probiert, ins Babydorf zu kommen, aber keine Chance. Nur Babys haben Zutritt in dieses geheime Babydorf. Das bedeutet, wir brauchen irgendeinen Plan, wie wir jetzt auf jeden Fall reinkommen. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt Babykleider anziehen und uns schrumpfen lassen. Und ich würde sagen, vielleicht kommen wir damit auf jeden Fall in das Babydorf rein, weil ich will mir das Ganze auf jeden Fall mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Und ich würde sagen, wir werden jetzt ein kleines Baby. Seid ihr ready? Dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und let's go. Und moin, wie geht's euch, Leute? Ich bin jetzt ein kleines Baby. Schaut uns mal an. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier so Babykleider an und sind auf jeden Fall noch hier noch kleiner geschrumpft. Und wenn wir so in das Babydorf nicht reinkommen, dann weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, so, wir schauen uns den ganzen Spaß mal an. Und wir müssen auch so wie ein Baby reden, Freunde. Wir reden, Babys. Okay, dann würde ich sagen, hey, hallo Babys, ich bin ein kleines Baby und ich möchte ins Babydorf rein. Du bist ein kleines Baby? Ich weiß nicht so recht. Beantworte mir diese Frage. Was findest du am lustigsten? Pupst du am lustigsten? Ja, gute Antwort, aber warte mal, guck mir mal in die Augen. Ja, guck ich. Hey, hier, mir in die Augen. Ach so, ja, mui, was ist denn? Warte mal, dein Gesicht kommt mir doch bekannt vor. Du warst doch gerade eben schon hier. Du willst uns veräppeln. Du kommst ja nicht ins Babydorf. Du hast dich in dein Baby verwandelt. Warte mal, was? Nee, wie kommst du denn da auf? Nein. Das kann auf gar keinen Fall sein. Raus hier, oder wir? Oder ihr? Achso, ja, ich weiß schon, was passiert. Okay, ich gehe ja schon. Oh mein Gott, Freunde, was ist denn da los? Sie haben meine Taktik durchschaut, die Babys. Aber wir müssen irgendwie in dieses Babydorf reinkommen, ohne dass die Babys uns erwischen. Und warte mal, Freunde, das Dorf ist ja um so einen Zäun. Seht ihr das hier mit diesen bunten Blöcken? Aber können wir jetzt nicht einfach hier durchgehen so? Und was? Wir sind jetzt einfach drin. Wir sind jetzt einfach hier reingegangen. Was geht denn da? Wir haben uns einfach reingeschmuggelt ins Babydorf. Und wow, was geht denn da? Moin, moin. Hey, alles gut, Kollege, bei dir? Was ist denn hier los, Freund? Im Babydorf. Wir haben auf jeden Fall hier einen Spielplatz mit einer Rutsche, mit einer Wippe, mit einer Schaukel und vieles, vieles mehr. Und das sind hier die Baby-Villager. Hey, der dreht komplett am Rad durch. Ja, irgendwas ist bei dem echt faul. Meine Güte, das kann nicht sein. Aber wir haben es wirklich geschafft, hier ins Babydorf zu kommen. Und Freund, schreib auch mal jetzt gerne in die Kommentare, was für ein Dorf sollen wir als nächstes besuchen? Vielleicht mal ein Kinderdorf oder ein Opa-Dorf oder ein Erwachsenendorf. Schreib es in die Kommentare. Und wenn du willst, dass wir jetzt das ganze Babydorf zusammen erkunden, dann lass das Video genau jetzt gerne
gerne einen Daumen nach oben lassen. Alle das Video liken, Freunde. 3, 2, 1 und jetzt dem Video einen Daumen nach oben geben. Das würde mich super doll freuen. Und wir werden jetzt zusammen das ganze Babydorf erkunden. Okay, was haben wir hier? Wir haben auf jeden Fall hier die Baby-Village am Start mit so Spielplätzen oder so. Wir gehen mal hier ganz, ganz schnell nach oben. Überall sind hier Luftballons am Start und noch ein Spielplatz. Hier können wir so rumhängen und so weiter. Ein kleines Boot, eine Sandburg haben wir und die Villager. Die können alle noch nicht reden. Die drehen ja hier komplett am Rad durch. Was ist denn da los? Wow, was ist denn da oben? Eine Achterbahn oder so. Die müssen wir auf jeden Fall am Ende auch fahren, würde ich sagen. Erstmal schauen wir uns die ganzen anderen Sachen an. Was haben wir hier? Wir haben so eine Spielzeugkiste. Okay, hier ist nichts drin in der Spielzeugkiste. Leute, was gibt es hier zu entdecken? Und ein Pool. Ist das etwa hier ein Pool oder wie krass ist das denn? Wir können jetzt einfach hier boing, boing, boing nach ganz, ganz, ganz oben springen. Und ich würde sagen, Arschbombe, seid ihr ready? Seid ihr ready? Und hier kommt das kleine Sandex-Baby. Let's go! Yippie! Auch, okay. Sehr, sehr krass. Und, oh, hier ist noch eine Spielzeugkiste. Und, oh, was haben wir hier? Wir haben einmal... Was ist das denn hier? Das ist so ein Quietsch-Ding oder so. Dann haben wir hier so Wasserballons auf die Baby-Villager werfen. Was geht denn da ab? Wir werfen jetzt einfach alle hier mit Wasserballons ab. Müsst euch reinstehen, du kriegst auch einen Wasserballon ab. Dann haben wir hier so, was ist das hier? Wow, so einen fliegenden Hut oder irgendwie sowas. Und dann haben wir hier noch so, oh, eine Brille, wo wir alles umgekehrt sehen. Okay, ganz, ganz schnell wieder ausziehen. Sehr, sehr coole Spielzeuge, die wir haben. Aber ich würde sagen, wir erkunden das Dorf hier weiter. Und was ist hier? Hier ist ein Babyladen oder wie? Okidoki. Wir betreten das Ganze mal, den Babyladen hier in der Stadt. So, und wow, was gibt's hier? Gibt es so Kinderbetten, die man sich kaufen kann? So ein Babywagen und ohne Trinkflasche. Ich würde sagen, keiner guckt. Wir nehmen einfach mal so eine kleine Babyflasche mit und nuckeln mal ein bisschen dran. Wir müssen es ja auch so verhalten wie ein Baby. Nicht, dass wir noch erwischt werden und rausgeschmissen werden aus dem Babydorf. Und dann haben wir hier noch ein gemütliches Bett und ich könnte hier fast... einschlafen. Ah, ja, das ist aber total gemütlich hier. Hier würden die ganzen Babys auf jeden Fall, die ganzen Baby-Villager hier schlafen. Aber ich denke mal, das soll es gewesen sein hier mit diesem kleinen Babyladen. Wir gehen mal sofort raus und schauen uns das Ganze mal an. Hier sind überall Luftballons hier am Rumfliegen. Was geht da ab? Und wow, was ist da hinten für ein Haus? Freunde, das habe ich natürlich auch hier sofort gesehen. Oh, wir sind so klein als Baby. Wir können gar nicht über die Blöcke schauen. Und was haben wir hier? Und oh, erstmal ein Basketballkorb. Und komm schon. Let's go. Da eben getroffen. Wir sind viel zu klein. Wir treffen den Basketballkorb nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir betreten mal das nächste Gebäude. Und hey, Leute, was geht hier? Bin ich hier richtig? Nicht weinen, nicht weinen. Ich bin auch einer von euch. Ich bin auch ein Baby. Die können gar nicht richtig reden. Aber ich glaube, das ist hier so ein kleiner Kindergarten oder irgendwie sowas. Wisst ihr, hier sind überall so Spielzeuge. Was spielt ihr? Monopoly spielt ihr? Schach spielt ihr? Könnt ihr überhaupt Schach spielen? Ich glaube, das war ein Nein. Dann haben wir ganz, ganz viele Spielzeuge. Das ist wirklich ein Paradies für kleine Babys hier auf jeden Fall. So, so viel krass Spielzeug. Okay, aber ich wollte euch auch nicht länger stören. Ihr könnt gerne hier ein bisschen bleiben. Aber wisst ihr vielleicht, was ich hier noch erkunden kann im Dorf? Yeah, ich weiß nicht, ich glaube, die verstehe mich nicht. Und Kuckucksuhr, Kuckuck haben wir auf jeden Fall auch am Start. Und kann ich vielleicht ein bisschen mit euch spielen? Also nicht lang oder so. Ich meine, ich bin ja auch ein kleines Baby wie ihr. Okay, ist ja in Ordnung. Ich habe mich nur gefragt. Ich gehe ja dann schon. Oh mein Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt ganz, ganz schnell wieder hier rausgehen. Und den Basketball lassen wir natürlich hier. Let's go, let's go. Und wir werden uns mal anschauen, was hier noch gibt. Und wow, noch ein Pool, noch ein Pool, noch ein Pool. Ich finde es einfach mal. Wir schubsen rein. Hey, du da, rein mit dir, rein mit dir. Okay, okay. Aber wir machen jetzt, springen jetzt selber rein. Und let's go. Oh mein Gott, das ist wirklich total krass. Ich liebe das Babydorf. Ich könnte hier einfach die ganze Zeit bleiben. Und hier sind sogar so kleine Mini-Häuser. Ich würde sagen, wir betreten mal so ein kleines Haus, hier das gelbe Haus. Und was haben wir hier drin? Was geht denn da? Mr. Kuh, oh mein Gott. Hier ist einfach eine coole Minecart am Fahren die ganze Zeit. Hey, Mr. Kuh, alles gut bei dir? Oh mein Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein, Freunde. Schaut euch das mal an. Hey, Mr. Kuh, ich rette dich, ich rette dich. Komm, 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 komm. Komm hier ganz schnell raus. Die Babydorf haben mich hier gefangen gehalten. Raus mit dir, die arme Kuh. Du bist frei. Raus hier, komm, raus mit deinem Po. Oh mein Gott. Was geht denn da? Und hier haben wir auch ein blaues Haus. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Was wird in dem blauen... Ui, ui, ui.
Ich wollte dich auch nicht lange stören, aber ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt hier sofort raus und betreten sofort hier die Achterbahn. So, hier ist die Achterbahn. Wir gehen sofort hier ganz, ganz nach oben. Darauf freue ich mich schon super sehr, hier im Babydorf das Ganze zu fahren. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und let's go. Wow, was geht denn da ab? Wir fahren jetzt hier die Achterbahn. Das ist ja ultra, ultra krass. Und Lava, Lava, Lava. Oh mein Gott, wir gehen durch eine Höhle. Und komm schon, das ist super krass. Und wir sind jetzt fertig. Let's go. Das soll es erstmal gewesen sein, Freunde. Das soll jetzt auch hier die Achterbahn. Darauf habe ich mich übelst krass gefreut hier im Babydorf. Aber ich denke mal, das soll es dann gewesen sein mit dem Babydorf. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier draußen, haben uns das Ganze angeschaut. Das hat wirklich total viel Spaß gemacht heute. Oh ja. Und da würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss.